Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost Whisperer. Ich bin euer Mr. Venom 1974. An meiner Seite ein neuer, frischer, unverbrauchter Gast, Ralle der Rasende. Hallo. Hallihallo. Wir beide haben jetzt ungefähr 1 Minute 15 für die Tonne gemacht, weil da gibt's so eine Karte und da kann man zwei Lokalitäten wählen. Wir haben Lokalität Wintergarten gewählt, da sind wir jetzt. Und dieses Spiel war der Meinung, das reicht als Interaktion für heute und hat abgebrochen. Deswegen wundert euch nicht, dass wir jetzt da sind. Ihr müsst das jetzt einfach mal rekapitulieren, ja? Ganz großes Tennis und wir machen da einfach weiter. Ich meine, wir müssen ja eh alles abräumen in diesem Kackspiel, also... Ich glaube, ich bin gerade mit der Gehirnakrobatik ein bisschen überfordert. Also, wir hatten jetzt doch irgendwie eine Karte gehabt und dort haben wir den Wintergarten ausgewählt, richtig? Genau, deswegen, Achtung, sind wir dort auch. Ah, gut, gut. David, Mr. Topper, hallo. Also, ja, das ist Mr. Topper. David dürfte sein Sohn sein, wenn ich das noch richtig weiß. Mr. Topper, ich habe Sie durch den ganzen Dunst nicht sehen können. Ja, soll er aufhören mit dem Rauchen. Ich glaube, Ihre Sprinkler sind defekt. Haben Sie eine Ahnung, warum der Geist Ihrer Frau hier bei Ihnen sein könnte, Mr. Topper? Das fragen wir jetzt in Folge 5 oder 6 der Episode, damit das könnte man vielleicht auch vorher, aber gut. Ich finde es auch nochmal wichtig, dass man jetzt auch noch ein paar Mal Mr. Topper sagt. Genau. Das wirkt sehr sympathisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Was ist das denn jetzt für ein Laut? Ja, vermutlich. Mr. Topper, Sie haben einen... Das ist auch geil. Sie haben einen Anfall. Wo sind Ihre Pillen? Sie müssen doch hier irgendwo sein. Lass mich raten, wir suchen jetzt die Pillen. Ne, ne? Finde Mr. Alter, kenne ich dieses Spiel schon? Wahrscheinlich. So. Ja, hier sehe ich ja gar nichts. Ja, mach erstmal das Licht an. Ist das nicht dort rechts ein Lichtschalter? Ne, es ist... Der da runterhängt? Also irgendwie... Ich glaube, das ist der Schalter für den Deckenventilator. Sieht aber aus, als wäre er defekt. Na, sonst hätte man auch den ganzen Qualm hier wegpusten können. Kann man da was mit der Sicherung machen? Nee. Was haben wir denn da Schönes? Ein Gummihammer? Ein Schraubenschlüssel? Ein Seil? Nee. Der Ach, Ding die Sachen haben wir noch aus den vorherigen Folgen übrig, oder... Du wirst das gleich wahrscheinlich sehen. Es gibt ja so diese Wimmelbild-Dinger, wo du wirklich nur Gegenstände suchst. Und in diesem Spiel haben sie so gelost, wenn du diese Minigames, sag ich mal, machst, dann kriegt die wie durch Geisterhand Gegenstände. Mhm. Also, jetzt könnte man sagen, okay, in der Serie macht das vielleicht sogar Sinn, der Gag, aber ist nicht unbedingt großartiges Plotting, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, Hollywood-Filme würden jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht kein Oscar fürs Drehbuch. Okay, ja. Ich darf nur, hab mich nur gefragt, woher die Items kamen, ob die aus dem vorherigen. Wirst das wahrscheinlich gleich sehen. Also das ist, also die kommen okay. So einmal so alle 10, 15 Minuten kommt so ein Rätsel. Also du siehst das gleich. Dieser Dunst aus dem Bewässerungssystem ist so dicht, dass man kaum etwas hier etwas sieht hier drin. Ja, es muss auch irgendwie abzuschalten sein, ja, vermutlich durch den Schalter. Was habe ich denn jetzt gelöst? Säubere die Luft. Ja. Also mit meinem Ventilator säubere ich auch immer die Luft. Oh. Was gibt's denn hier als Tipp? Ach so, wir sollen hier noch gar nicht sein. Okay, was haben wir da? Ach so, da ist ein Ventilator. In diesem Ventilator können wir den Dunst hier drinnen schnell vertreiben. Aber offenbar fehlt ein Keilriemen. Haben wir den? Haben wir da so ein Seil, ne? Hä? Hallo? Ich benutze meine Seile auch mal als Keilriemen. Du kannst übrigens auch wissen, ich weiß nicht, warum wir auch 5 Bügel brauchen. Also, ich weiß nicht, vielleicht weiß Melinda was wir nicht wissen. Aber gut, wenn hier auf Karte gezeigt wird, müssen wir doch erst zum Bahnhof. Okay. Ich glaube, aber das ist in Wimmelbelt-Spielen immer so, die Akteure nehmen immer die unsinnigsten Sachen mit und wissen natürlich ganz genau, dass sie die irgendwann brauchen. Der Schlüssel, den ich Mr. Toppers Schlafzimmer fand, gehört zu einem der Schließfächer hier. Mal sehen, was drin ist. Natürlich, wir plündern einfach ein Schließfach. Natürlich. Ja, klar. Hier siehst du es zum Beispiel. Da geht es los. Und wenn man gleich jetzt irgendwie diesen ganzen Unsinn hier gelöst hat. Also unten siehst du die Gegenstände, die da sind. Diese verdeckten sind die. Angeblich findest du hier irgendwelche Geistergesichter, wie da zum Beispiel eins. Und dann siehst du, wie durch Geisterhand wird dann klar, was gesucht wird. Mittlerweile ist es so in diesem Game, das, was gelb auf gelb und grün auf grün ist, da sind meistens die meisten Gegenstände. Ah. Also das
hat man dann die Logik schon durchschaut. Ja, ja. Deswegen, ich guck mal, was haben wir noch? Schon wieder ein Bügel. Also, ist das das neue Zahlungsmittel, oder? Kann sein. Das ist, wäre mir auch noch ziemlich neu, aber na gut, die, wie gesagt, die Hauptpersonen wissen immer mehr als man selbst. Also ich kann dir sagen, du wirst das gleich an den Dialogen sehen. Also bei den Dialogen hast du das Gefühl, die können auch ihren Namen tanzen und dann hört's auf. Also, so, wo sehe ich denn hier einen Buchstaben A? Ja, das ist schon mal der Bügel. So. Das hier, also, ich spiele sozusagen auf dem Easy-Mode, weil es einfach... Achso, das ist wahrscheinlich das A, oder? Nee, doch nicht. Warte mal. Das A ist doch unten auf dem Koffer. Hier? Links unten auf dem Koffer. Ah, tatsächlich. So, haben wir auch. So, Feder ist wieder gefragt. Vogelfeder, Sprungfeder. Da sind sie sich auch manchmal nicht sicher, was sie gern hätten wollen. So, was haben wir denn noch? Was fehlt denn noch? Eine Feder findet man, glaube ich, über den gelben, dieser gelben Taschenlampe links unten oder sowas. Das könnte eine Feder sein, ein bisschen drüber, ein bisschen links. Ja. Ja. So, wo haben wir denn hier ein tolles Vogelnest? Unterm Baum. So als Geschenk sozusagen. So, jetzt brauchen wir noch den Sicherheitsgurt. Dann haben wir diese Mörderquest wieder erledigt. Ja. Obwohl, wir könnten uns das einfach machen, weil ich jetzt faul bin. Irgendwie in der Ecke, natürlich. Ach jo, da unten. Ach du Scheiße. So, siehst du, jetzt hast du... Bing! Drei neue Gegenstände. Jo. Und das ist die wir wahrscheinlich auch gleich brauchen. Solange es vielleicht auch Gegenstände aus dem Filmbild sind, ist das ja nicht so schlecht. Aber wenn es auf einmal irgendwelche ganz Fremden sind, dann ist es ein bisschen... So. Offenbar ist bei diesem Sturm gestern Nacht ein Baum umgestürzt. Ich muss ihn wegschieben, um in die Schließfächer zu kommen. Ja, du siehst, jetzt kommt wieder der Avenger-Part. Lass mich ran. Wir haben irgendwie doch Wärme noch oder eine Gartenschere, oder nicht? Komm, ich nehme den Gummihammer. Komm, ich nehme die Axt. Nee, natürlich nehme ich die Axt, ist klar. Wow, das war anstrengend. Natürlich. Wow, das war anstrengend. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, die Stämme zu bewegen, damit sich niemand verletzt. Okay. Ich verletze mich auch immer an den Baumstämmen, die da so rumliegen. Jemand könnte über diese Stimme fallen und sich etwas brechen. Ich muss sie mit irgendwas festbinden. Wahrscheinlich mit dem Seil. Boah. Haben wir es drauf. Das hätten wir. Jetzt kommen wir an das Schließfach. Ja, wunderbar. Dann benutzt doch jetzt den Schlüssel. Oh. Rätsel. Drehe die Walze, um das Schloss zu öffnen. Okay, also wir hatten mal so ein Walzenrätsel vorher. Da ging es einfach nur darum, das Item zu finden oder das Symbol, was auf allen vier Walzen ist. Mal gucken, vielleicht ist das wieder das Gleiche. So, hier steht ein Löffel. Hier gibt's keinen Löffel, ne? Gut. Ja. So, was haben wir da? Das sind alles andere, ne? Oder? Ja, bisher schon. Okay, dann ist das schon mal nicht. Okay, damit ist diese Theorie hinfällig. Dann erzähl mir doch mal, was wir machen sollen. Das habe ich gesehen. Alle Bilder auf dem Walzen sind unterschiedlich. Die vier benötigten Symbole müssen eine Gemeinsamkeit haben. Aha, jetzt ist es nicht das Gleiche, sondern nur eine Gemeinsamkeit. Okay, haben wir Tiere? Tiere könnten tatsächlich überall sein. Bis jetzt habe ich auf beiden Walzen ein Tier gesehen. Jetzt kommst du, ob später noch was ist. Nee, verdammt. Dann Werkzeug oder sowas in die Richtung. Fahrzeuge. Schiff war ganz rechts. Das ist gut. Genau, ist der Ballon. Auto. Verdammt. Warte mal, was erzählt er denn? Das ist nicht, was sie sind, sondern was sie tun können. Aha. Na gut, dann können es ja eigentlich nur diese Werkzeuge sein oder so. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das Feuer kann man vielleicht auch noch als Werkzeug betrachten. Dazu ein Hammer und ein Löffel. Auch nicht, ja. Warte mal. Holz. Da war eine Blume, ganz links war noch irgendwas okay. Blumenartiges. Alle vier Symbole sollen was darstellen, was fliegen kann. Okay. Ach so. Ja okay. Gut, dann ist es ja einfach. Okay, dann sollte das klappen. Ja, gut.
Deswegen, und im Hardmode würdest du gar keine Hinweise kriegen. Also deswegen, das wäre nicht unbedingt schwerer, sondern... Nimm das Dreieckplättchen. Ja, nehme ich doch. Dafür gibt's eine Mörderanimation. Okay. Meine Frisse. Nehme ich. Das sieht wie ein Spielzeug aus, das ich aus der Eingangshalle gesehen habe. Was mag so wichtig daran sein, dass Mr. Topper es verstecken wollte? Tja, wir wissen es nicht. Wenn dieses Zeichen kommt, wissen wir, die Stage ist erledigt. Ah, war gut. Wobei Wunderbar. Dann jetzt wieder Hinweis kommt, finden Sie den Klebstoff. Das ist wahrscheinlich der, der hier ist. Das sind meine Lieblingsrätsel. Finden Sie die Zange, finden Sie den Klebstoff. Ja. Ich klicke sowieso überall rum. So, jetzt gehen wir wieder dahin, wo wir schon mal waren. Also wieder zurück zum Wintergarten. So, jetzt haben wir doch... Was haben wir denn alles? Was haben wir denn Neues gekriegt? Das ist doch der Zerriemen bestimmt, ne? So, da haben wir. Der Keilriemen ist eingebaut, aber ich muss noch die Schraube anziehen, die ihn festhält. Wir haben noch einen Schraubenschlüssel. Schraubenzieher mit... Achso, Schraubenschlüssel, ja gut. So. So, der Ventilator müsste jetzt funktionieren. Ich muss nur noch den Schalter finden. Da ist er. Der ist ultra schwer zu finden. Zack! Oh mein Gott, den hätte ich nie gesehen. Super Quest. So, jetzt geht's los. Was müssen wir machen? Mr. Toppers Pillen finden. Was ist das? Die Pillenschachtel. Achso, die mussten wir auch finden. Gut, haben wir jetzt. So. Achso, das war's schon. Das waren die Pillen. In der Pillenschachtel sind die Pillen. Ist ja nicht so unvernünftig. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas? Irgendwas bei dem Puppenhaus dort rechts? Das klingt so komisch. Warte mal, das bestimmt wieder. Genau. Wimmelbild? Richtig. So, mal gucken, was brauchen wir denn? So, zack. Jetzt mal ein bisschen alles wegmachen, was man direkt sieht. Deswegen, gib mir noch 10-mal davon 10 Folgen und ich bin Profi. Ja, Bimmelbildspiele ist tatsächlich so, dass viele sich ziemlich ähnlich verhalten und wenn man eins kennt, kann man sie alle. Ja. So. So, was haben wir denn noch? Was ist denn sowas wie eine Perücke? Perücke? Ach du Scheiße. Brauchst du sowas wie einen Leguan? Eine Echse ist oben bei den Pflanzen. Oh Gott. Eine Aubergine brauchst du auch, die ist bei den Rosen. Oder was auch immer, das ist so diese Rosen. Ja, wieder genau, Farbe auf Farbe. So, was haben wir denn noch Schönes? Haben wir da noch irgendwas? Das Stromkabel ist links neben dem Zauberhut, ganz links. Links ist der, ganz links, wieder der Zaubererhut. Ja, ist ein Stromkabel, genau. So. Da siehst du übrigens diese Gegenstände, die wir hier finden, wie Sprinkler oder so. Die werden wir wahrscheinlich gleich dann ja auch benutzen. Ja. Ich blind? Wahrscheinlich. Was soll da sein? Ach, das ist die Lupe. Nee, ist klar. Die Sicherung ist quasi vor dem Bein der Puppe rechts. Schön. So, was haben wir denn noch? Das Herz ist auf der Trommel. Sieht so aus wie so eine Verzierung. So, haben wir auch irgendwo noch eine Halskette? Jetzt muss ich ja mal sagen, haben sie es ja mal tatsächlich mal einigermaßen vernünftig versteckt diesmal. Ja. So ganz einfach ist es auf jeden Fall nicht. Dann gucken wir mal, wo haben wir denn den nächsten denn? Was ist das denn da? Ach, das ist der Sprinkler. Nee. Ja, wäre ich nicht wirklich drauf gekommen. Ich aber auch nicht. Die Halskette ist links oben in dem Gebüsch. Hier? Irgendwo? Ganz links oben in der Ecke. Im Gebüsch. Ein bisschen weiter runter. Hier? Ah, da. Bisschen höher. Genau, ja, grün auf grün, da habe ich sie. Ja. So. Jetzt noch eine Perücke. Ach du Scheiße. So. Geh gerade extra nochmal näher an den Bildschirm heran, um das mal besser zu sehen. Das mache ich gerade auch mal.
Ist die oben beim Auto, beim Dach sozusagen, das kleine komische Stückchen, dieses, was sich aus der mit der Farbe hervorhebt? Meinst du, willst du mir hier? Nee, beim Autodach unten. Hier war sie. Oh, dort oben, okay. Aber du, dein Hinweis, dein Hinweis in den Ecken war schon gut. So, ja, gelöst. So, was darf ich nun machen? Mr. Topper braucht seine Pillen. Die Pillenschachtel muss hier irgendwo sein. Wir haben sie doch, Melinda. Ja, die hat so viel Kram in ihrem Inventar, dass sie nicht mehr weiß, was da drin ist. Das haben sie übrigens tatsächlich auch in Episode 1 gemacht. Du hast irgendwie 25 Gegenstände und du brauchst die alle im Endkampf. Also total geil. Wo du denkst, klar, ist, ne, genau, wir haben jetzt aufgeräumt, Ende. Finde die Kerze. Warum müssen wir eine Kerze finden? Wo ist denn hier eine Kerze? Mich doof? Stellt sich die Frage nach dem Warum, wenn es fix. Kerze. Na komm. Ach, da! Ach jo. Okay. So. Au! Mörder-Cutscene! Der Geist! Er muss büchen! Ja, natürlich. Wer auch immer. Sie haben ihn gesehen, stimmt's? Ich hatte gehofft. Ich. Oh! Paps, oh nein, Paps, ich bin hier. Geht es dir gut? Melinda, wie können Sie es wagen, in das Haus meines Vaters einzubrechen? Hä? Hat? Wie? Hä? Durch die... Sinn? Die Vordertür war offen. Ich hörte Geräusche, also ging ich hinein. Ich habe den Geist wiedergesehen. Hier in Ihrem Haus. Hören Sie, ich habe keine Ahnung, was Sie für ein Spiel Sie spielen. Aber ich glaube nicht an Geister. Ich will, dass Sie von meinem Vater fernhalten. Sie jagen meine Todesangst ein. Oh, wurden wir rausgeschmissen. Oh. Zack. Niemand glaubt der Arm in dem, ne? Dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, wieder Cutscene. Da bist du ja. Tut mir leid, ich wurde aufgehalten, als ich den Toppers helfen wollte. Endlich sah ich. Hör zu, ich werde dir helfen. Bei was immer hier los ist, versprochen. Aber ich bin selbst spät dran. Ich muss diese Kleidung... muss diese Kleidungsstücke für den Verkauf morgen einräumen. Könntest du mir helfen? Natürlich, die Kacke ist am Dampfen und... Moment, lass uns erstmal Ordnung halten. Natürlich. Da ist es, Finne. Hänge 8 Kleiderstücke auf. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich denke mal, du bist noch eine Folge dabei, ne? Ja, eine Folge auf jeden Fall. Genau, ich bin euer Mr. Venom 1974, an meiner Seite den großartigen Ralle, den Rasenden, den ihr jetzt sofort abonniert, ja, in der Zeit, bis hier die nächste Folge kommt. Ich guck mir das an, wie ihr nicht, ich find euch. Und dann sehen wir uns definitiv in der nächsten Folge wieder, wo wir dann, ja, ihr seht das schon, Kleiderbügel suchen und Kleiderstücke aufhängen. Ja, wir werden jetzt hier zum Modeverkäufer. Ja. Fuck Germany's Next Topmodel, wir können das auch. Ja, auf jeden Fall. Dieses Spiel und seine Rätsel. Ich dreh durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.